So the reason why we are here. Und der Grund, warum wir hier sind. As I said it yesterday. So wie ich gestern erzählt habe. Is to attain to Christ consciousness. Ist wirklich das Bewusstsein Christi zu erreichen. Because when we become Christ conscious. Denn wenn wir Christi bewusst sind. Every other thing loses its power. Alles andere verlieren ihre Kraft. Amen. Amen. They cannot be God and sickness. Denn es kann nicht Gott mit Krankheit geben. Amen. Amen. It's not possible. Das ist unmöglich. So if that is not the case. Und wenn das nicht der Fall ist. What should we then do? Was sollen wir denn nun tun? Because just like it, there cannot be light and darkness. So wie es kann nicht Licht und gleichzeitig finster sein. So darkness is just the absence of light. Also Finsternis ist nur die Abwesenheit vom Licht. Sickness Krankheit is just the absence of God. Ist die Abwesenheit von Gott. But where? Because God is everywhere. Doch wie kann das denn sein? Denn Gott ist ja überall. In your consciousness. Doch in deinem Bewusstsein schon. Amen. Amen. Because God is here. Denn Gott ist hier. Before we came, he's already here. Denn bevor wir hier eingetroffen sind, ist er schon da. The word tells us in the beginning God. Das Wort berichtet uns nämlich im Anfang. Gott. Before anything was created, God. Nämlich bevor überhaupt irgendetwas erschaffen wurde, Gott. And so he didn't create anything out of himself, separate from himself. He created everything in himself. Also er schuf nichts getrennt von sich, nämlich alles, was er schuf, schuf er in sich. So it is God that maintains and sustains his creation. Und dementsprechend ist Gott, der seine Schöpfung bewahrt und aufrecht erhält. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so, sickness, disease, loses its power when we wake up to the realization that there is only God. Gebrechen, Krankheit verlieren ihre Kraft, wenn wir wach werden, wenn wir realisieren, wenn wir für uns wahr machen, dass es nur Gott gibt. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. Now, we want God to heal us. Also wir möchten, dass Gott uns heilt. Yes, God is a healer. Ja, Gott ist Heiler. Because healing is salvation. Denn warum? Heilung ist gleich Errettung. And how did God heal us? Und wie hat Gott uns geheilt? How did he save us? Wie hat er uns gerettet? His method is simple. Also seine Methode ist ganz einfach. God does not repair that which is wrong. Also Gott repariert nicht das, was falsch ist. He became that which is faulty. Sondern das, was fehlerhaft ist, ist er geworden. So that is why Jesus took our wounds, he took our sickness, he became the sick in our place. Und deshalb hat Jesus unsere Wunden, unsere Krankheiten auf sich genommen. Er wurde zum Kranken an unserer Stelle. So that we will arise to the realization that in him we are the healed. Damit wir in ihm aufstehen und feststellen, dass in ihm sind wir die Geheilten. Amen. Amen. And so today the Spirit of God is opening our eyes. Heute der Geist Gottes öffnet uns die Augen. To realize. Wirklich um zu realisieren. That the power of his resurrection. Nämlich seine auferstehende Kraft. Is the rising up. Nämlich ist das Aufstehen. Out of the earthly plane. Nämlich weg von den irdischen Ebenen. Where we look at
God and an adversary. Von dort, wo wir Gott und gleichzeitig Widersacher anschauen. The resurrection has taken us away from that plane. Die Auferstehung hat uns fortgetrieben, fortgenommen von dieser Ebene der Dualität. Where we only see God. Und durch die Auferstehung sehen wir nur Gott. That's why Paul says that the gospel of Jesus Christ. Und deshalb konnte Paulus wirklich betonen, nämlich das Evangelium Jesu Christi. Not Jesus Christ and something. Und nicht Jesus Christus und etwas anderes. Jesus Christ. Sondern Jesus Christus. We are in the dispensation. Wir sind in dem Zeitalter. Oneness. Der Einheit. So tonight. Heute Abend. We want to realize that oneness. Dieser Einheit müssen wir für uns verwirklichen. Why am I saying this to you? Warum sage ich uns das? Take your eyes off appearance. Also nimm bitte deine Augen von den Scheinbaren. Sickness is an appearance. Ja? Also, Krankheit ist nur scheinbar da. Okay? Mhm. It's an appearance. Es ist nur eine Erscheinung. Do you know the source of every appearance? Also, kennt ihr die Quelle von jeglicher Erscheinung? Where it comes from? Wo jeder Erscheinung abstammt? The carnal mind. Und zwar aus dem fleischlichen Gesinnung. What is the carnal mind? Und was ist diese fleischliche Gesinnung? It's what Moses told us in Genesis. Und das hat Mose uns im ersten Buch Mose berichtet. Represented by the tree of knowledge of good and evil. Ja, und diese fleischliche Gesinnung wird vertreten durch den Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Jesus Christ came. Doch Jesus Christus kam. To place the axe on that tree. Um genau diesen Baum mit der Axt zu fällen. To chop it out. Ja, diese Baum zu entwurzeln. And so today, und heute, we have embraced the tree of life. Haben wir den Baum des Lebens aufgenommen. Because Jesus, denn Jesus, came to give us life. Kam um uns Leben zu schenken. And life more abundantly. Und Leben in Fülle. And so it's all about life today. Also es geht heute um Leben. Now, your mind can trick you tonight. Heute Abend könnte deine Gesinnung dir einen Streich spielen. And tell you that that which appears is real. Um dir zu sagen, na das, was dir erscheint, ist real. Don't let your mind to use you. Also lasse nicht zu, dass deine Gesinnung dich, sage ich mal so, ein Streich spielt. The mind was not given to us to be used. Also die Gesinnung wurde uns nicht gegeben, dass wir uns von der Gesinnung steuern lassen. Let me tell you something. Ich sage euch was. You don't even use your eyes. Sogar deine wunderschönen Augen verwendest du noch nicht mal. If you try to use your eyes, you will feel pain. Wenn du versuchst, deine Augen zu verwenden, du wirst Schmerzen spüren. You see through your eyes. Also, du siehst durch deine Augen. You don't use it. Du verwendest deine Augen nicht. That's why you relax. Und deshalb bist du ja entspannt. Ah, some of you didn't know. Manche wussten das ja nicht. You hear through your ears. Also, du hörst und zwar durch deine Ohren. So your mind, you think through your mind. Also denkst du durch deine Gesinnung. You don't use it. Du verwendest sie nicht. And every time we use it, jedes Mal, wenn wir sie verwenden, we make a wrong interpretation. Was geschieht mit uns? Wir deuten vieles falsch. We resist. Ja, da gehen wir in den Widerstand. So God sees. Jesus said. Und so sprach Jesus. Resist not evil. Nämlich Böse nicht zu widerstehen. Amen. Amen. So what should you do? Was sollst du tun? Wake up to the truth. Nämlich wach auf zur Wahrheit. In him was life. Nämlich in ihm war das Leben. And the life was the light of men. Und das Leben war das Licht der Menschen. The light shined in darkness. Und zwar in der Finsternis
leuchtet dieses Licht auf. And darkness comprehended not. Und die Finsternis konnte dieses Licht nicht überwältigen. The light needs to shine. Ja, das Licht muss nur noch leuchten. And if light shines, und wenn das Licht leuchtet, darkness disappears. Finsternis verzieht sich. So it is a matter of light to shine. Es ist nur die Frage, dass das Licht leuchtet. The psalmist says, let God arise. Und da sagt der Psalmist, lass Gott aufstehen. And his enemies be scattered. Und was geschieht mit den Feinden? Sie werden zerstreut. He didn't tell you to scatter the enemies. Ja. You can't. Es heißt nicht, dass ich soll die Feinde zerstreuen, denn das kann ich ja nicht. You can't fight the sickness. It's not possible. Also ich sag's dir mal was. Krankheit kannst du nicht bekämpfen, weil es unmöglich ist. Let God arise. Lass zu, dass Gott aufsteht in dir. And everything lost its power. Und alles andere, alles Scheinbare verliert an Kraft. It may happen today, this moment. Das kann augenblicklich und heute geschehen. It can be a process. Das kann auch einen Vorgang sein. That as you wake up tomorrow morning, nämlich dass so wie du morgen aufstehst, the pain is no more there. Der Schmerz ist nicht mehr da. So get ready. Also bereite dich vor. Amen. Amen. Get ready. Bereite dich vor. Now, if your mind is expecting something and how it will happen, you're using your mind. Nun, wenn deine Gesinnung darauf gestellt ist, etwas zu erwarten und wie dieses Etwas kommen soll, dann bist du nicht mehr, also dann denkst du nicht mehr durch deine Gesinnung, sondern du verwendest tatsächlich deine Gesinnung. Don't analyze anything. Also bitte, leg deine Analysestift nieder. Amen. Amen. Just relax. Entspanne dich. Be in a position of reception. Ja, ich sag's in meinen Worten, sei wie Pastor David und Pastor Gerard. Entspann dich. Sei in der Stellung der Aufnahme, des Empfangs. That is all we can do. Das ist alles, was wir tun können. Receive. Nur empfangen. Grace has been given. Denn warum? Die Gnade wurde zugeteilt. Healing has been given. Heilung wurde ausgeteilt. The blessing has been given. Segen wurde ausgegeben. We receive. Wir empfangen nur. Relax. Also entspanne dich. Amen. Amen. You know, Pastor Gerald said something yesterday. Gestern sagte Pastor Gerald etwas. What are we breaking through to? Da fragte er, na, wo brechen wir hindurch hin? It's only a thief that breaks through. Es ist nur der Dieb, der durch etwas durchbricht. My Father. Amen. 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 We are not a thief. Wir sind keine Diebe. We're not here to break through and get our healing. Also, we're not. No. Also wir sind nicht anwesend, um durch etwas durchzubrechen, damit wir unsere Heilung erwerben. Nein, das machen wir hier nicht. We live in the atmosphere of divine healing. Denn wir leben in dieser Atmosphäre der göttlichen Heilung. That is where we were created to live. Und zwar dort wurden wir erschaffen zu leben. Amen. Amen. Don't even expect that God will extend his hand and heal you. Also ich sag's dir in meinen Worten, erwarte nicht, dass Gott seine Hand ausstreckt, um dich zu heilen. Just relax. Sondern entspanne dich. And just let God be God. Und lasse zu, dass Gott Gott ist in dir. In him there is nothing destructive. Denn in Gott gibt es nichts Zerstörendes. If you see him as he is. Denn wenn du ihn erblickst, so wie er ist. Everything that is not him in you will melt down. Alles, was nicht er ist in dir, schmelzen dahin. Amen. Amen. Everything. Alles. Forget about the name the doctors have given. Also vergiss bitte den Namen von irgendwelchen Sachen, die Ärzte besonders benannt haben. That's why I said your mind should not be used. So if you remember those names, your mind is using you. Forget about those things. Just be relaxed like a baby.
You've never existed before this moment. Amen. This is the time. You've never, yesterday is gone. Today is a new day. Amen. Just open your heart to the Spirit and just allow him to be who he is in you. Also wenn du dich an bestimmte Begriffe erinnerst aus dem Arztbericht, dann heißt es, dass deine Gesinnung rechnet. Und genau das soll jetzt nicht passieren. Entspanne dich bitte, wie ein Baby. Denn warum? Gestern hast du gar nicht mehr existiert. Dich gibt es nur heute. Und deshalb lasse alles los, lasse alles liegen und fokussiere dich nur auf das Jetzt. Amen. Amen. We don't know a God of yesterday. Also wir kennen keinen Gott von gestern. He doesn't live in the yesterday. Denn Gott wohnt nicht in gestern. Not even in the future. Das Komische ist, er wohnt noch nicht mal in die Zukunft. He's always present. Gott wohnt immer in der Gegenwart. Amen. Amen. That's why he said the manna of yesterday, if you try to eat it, you get sick. Deswegen erzählte er den Kindern Israels im Alten Testament, dass wenn man das Manna von gestern noch aufheben würde für heute, also so viele Würmer hast du noch nie gesehen. Amen. Amen. So just open your heart. Also öffne dein Herz. And just allow the word of God to reach unto you. Und lasse zu, dass das Wort Gottes dich erreicht. Just like I said yesterday. Wie ich gestern sagte. The word is not just coming to you to give you knowledge. Das Wort kommt nicht nur zu dir, um dein Wissen zu erreichen. That you may have knowledge stored within you. Ja, damit du Wissen ansammelst, damit du, sag mal so, prahlen kannst über das, was du weißt. Darum geht's nicht. He sent his word. Sondern er sandte sein Wort. To heal. Zu heilen. To make us whole. Um uns ganz zu machen. The word of God is coming today. Das Wort Gottes kommt heute. For this purpose. Zu diesem Zweck. To bring us to wholeness. Um uns in die Ganzheit hineinzubringen. To bring us to perfection. Um uns in die Vollkommenheit einzuführen. Because if your mind is right. Denn wenn deine Gesinnung richtig ist. If truth let hold of you. Wenn die Wahrheit dich ergreift. If the picture, the true picture of who you are. Wenn das wahre Bild von dem, wer du bist, reach unto you. Dich erreicht. There is nothing that your body can say against it. Es gibt nichts, was dein Körper dagegen sagen kann. Amen. Amen. That's why Paul says we can do nothing against the truth, but for the truth. Und deshalb sagte Paulus, gegen die Wahrheit können wir nichts, sondern nur für die Wahrheit. Who is he talking to? Zu wem hat er denn gesprochen? He's talking to the appearance world. Er sprach und zwar zu der erscheinenden Welt. To the world of the visible. Ja, zu der sichtbaren Welt. To our circumstances. Zu unseren Umständen. To our bodies. Zu unseren Leibern. You can do nothing against that. Du kannst nichts dagegen tun. You can do nothing against the truth. Du kannst nichts gegen die Wahrheit tun. But where is the truth? Doch wo ist die Wahrheit? The truth is known. Die Wahrheit wird erkannt. You shall know the truth. Du wirst die Wahrheit erkennen. And that truth. Und die erkannte Wahrheit set you free. Macht dich frei. We want to be set free. Wir möchten freigesetzt from what we see, von dem, was wir sehen, from what we touch, von dem, was wir anrühren, from what we feel, von dem, was wir fühlen, from what others say of us. Und auch von den Meinungen anderer we über want uns. To be free. Wir möchten frei sein. And where is freedom? Und wo ist diese Freiheit? In the Spirit. Im Geist. It says, the Lord is the Spirit. Der Herr ist der Geist, heißt and es. Where the Lord is, und wo der Herr ist, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Wo der Geist des Herrn ist, dort herrscht Freiheit. Amen. Amen. There's freedom. Freiheit. Freedom of the Spirit. Freiheit des Geistes. Listen to me, people of God. Volk Gottes, hört zu. It is the nature of God's Spirit. Es ist die Natur von Gottes Geist, to express itself. Nämlich sich selbst zum Ausdruck zu bringen. The Spirit want to express himself. Der Geist möchte sich selbst ausdrücken. You know, at times we think, oh, the Spirit is there, then we are here, the natural world, the world of the tangible, and the Spirit. Oh, in the Geist, in the Spirit,
I am perfect. I am normal. No, 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 no. There is no separation. The Spirit of God wants to express His true tangible nature in this tangible world. Und manchmal denken wir, naja, der Geist ist irgendwo und wir sind im Natürlichen. Ja, und der Geist soll ja eingreifen, beziehungsweise der Geist ist von uns getrennt. Es gibt keine Trennung, sondern der Geist möchte durch uns in diese greifbare Welt sich manifestieren. Er möchte durch uns in dieser sichtbaren Welt herrschen. Amen. Amen. Your body and my body. Dein Leib und mein Leib. Is the body of the Spirit. Ist der Leib des Geistes. Hallelujah. Amen. It's not different. It's not separate from the Spirit of God. Dein Leib und mein Leib sind nicht von dem Geist Gottes getrennt. They are one. Sie sind eins. Amen. Amen. It's another form of the Spirit. Ja, der Leib ist eine andere Gestalt des Geistes. Uh-huh. Amen. Amen. Your body. Dein Leib. Is the body of the Spirit. Ist der Leib des Geistes. The Spirit has taken another form. Der Geist hat eine andere Gestalt genommen. So if your body doesn't correspond to what the Spirit of God shows you, then where do you need to look at? Not at the body, because the body is the extension of the Spirit, you go to the Spirit to see the real form and the real size and the real shape of your body, so that that vision that you see, you bring into your mind and allowed your mind to accept and agree. And what will your body do? Your body will aligned, because your body is not independent, it's just an extension of your spirit. Amen. Amen. Demzufolge, wenn das, was du in das Wort Gottes schaust, über den Geist gar nicht zu dem passt, was der Leib zeigt, und bitte denkt an, der Leib ist nur eine Erweiterung des Geistes, und zwar im Natürlichen. Dann schaut man nicht auf den Leib, der nicht zum Geist passt. Im Gegenteil, dann schaut man zum Geist hin. Warum schaut man zum Geist? Damit die Gesinnung, ich sage es in meinen Worten, einen Foto von dem Geist macht. Damit die Gesinnung wirklich so ein CT-Aufnahme von dem Geist macht. Und die Gesinnung hegt diese Aufnahme. Und zwar so lange, bis der Körper dem Geist anpasst. Denn warum? Der Körper ist eine Erweiterung, sprich der Körper würde für den Geist geschaffen und nicht umgekehrt. Das heißt, umso mehr mein Fokus auf den Geist ist, desto mehr verwandelt sich der Körper dem Geist entsprechend. Thank you, Father. Danke, Vater. Just open your heart tonight. Öffne bitte dein Herz heute Abend. As the word of God comes to us. So wie das Wort Gottes zu uns kommt. And allow God to have His course in us. Erlaubt Gott seinen Weg in uns zu haben. Amen. Amen. Are you ready tonight? Seid ihr bereit? To allow God to be God. Damit ihr erlaubt, dass Gott Gott ist. Just wave your hands to Him. Winke dem Herrn zu. Amen. Amen. Let's welcome Pastor Gerard. Pastor Gerard, herzlich willkommen. As he brings us the word of God. So wie uns das Wort Gottes bringt. Amen. Amen. Halleluja. Wow. What a great start. Also was für ein großer Anfang. I feel like you would just go on. Ich fühle so, dass er eigentlich weitermachen könnte. I prepared my mind to listen, then you're saying, now let's welcome. Pastor Gerard hat sich auf das Zuhören eingestellt und plötzlich hörte, na nun heißen wir Pastor Gerard willkommen. Wow, that was actually done. Thank you so much. Und das war sehr akkurat. Vielen Dank, Pastor David. It was really very enriching. Das ist wirklich bereichernd. Yeah, it's a really honor and a privilege to be with us today again. Also es ist für mich eine Ehre und ein Privileg, mit uns anwesend zu sein heute. And I'll just continue from where Pastor David has left it. Und ich setze das fort, was Pastor David angefangen hat.
And one of the things that I want to really roll out with is we have had so many teachings concerning healing. Und eine Sache, die ich einfach hervorbringen möchte, ist, wir haben so viele Lehren über Heilung gehört. And I want to first take a physical look at healing before I can look at the divine healing. Und ich möchte zuerst einen physischen Blick auf die Heilung wagen, bevor wir auf die geistliche Ebene der Heilung anschauen. You know, when your body is unwell, also wenn dein Leib sich unwohl fühlt, you can consult anybody about anything that can help. Also du kannst wirklich Rat holen von jedem über alles, was hilft. And everyone will seem to have an wonderful advice that can help you out of your pain. Und jeder wird bestimmt einen guten Ratschlag haben über das, was dir hilft, nämlich schmerzfrei zu sein. And in that state of vulnerability, und in so einer, ich sag mal so, in seinem Zustand der Angreifbarkeit, you simply embrace any idea that is given. Also man nimmt jede Idee auf, was vorgeschlagen wird. Because you are so vulnerable that whatever they tell you, whether it will work, whether it will not work, you simply want to try it out. Denn man ist so angreifbar, dass alles, was man als Vorschlag bekommt, man möchte alles probieren. Because at that moment the issue is not what you use, the issue is seeing yourself well. Ja, denn in solchen Augenblicken, da ging es nicht um das Mittel, was man verwendet, da ging es darum, dass man letztendlich gesund sein möchte. And that's why we end up practicing a lot. Und das ist der Grund, warum demzufolge wir sehr viele ausprobieren und praktizieren. But our disappointment is always when all that we have tried has not given us a satisfying result. Die Enttäuschung kommt erst dann, wenn wir all dies probiert haben und hinterher stellen wir fest, dass nichts von dem hat funktioniert. Wir haben das erwartete Resultat nicht bekommen. And we come to a place whereby we even begin to ask so many questions to our mind. Und wir kommen sogar zu dem Punkt, wo wir uns sehr viele Fragen stellen. And we begin to get back into what we have been trying to do to get ourselves well. Und wir stolpern wieder da hinein, was wir schon probiert haben und wohlwissend erkennen, dass es nicht funktioniert. Hauptsache, mir geht's gut. And we shall begin to get back to the references we got previously. So, und dann kommt man wieder zu dem Bezug, die man vorher mit Gott genommen hat. And all the reason for that is, why couldn't it happen for me? Und da stellt man sich dabei die Frage, na warum hat es bei mir nicht funktioniert? And during that process you might even go to the best specialists in the city. Und in so einer Situation, da würde man sogar zu dem besten Arzt in der Stadt gehen. Some of them have been even encouraged and been referred to you by your very best friends. Und solche Ärzte werden durch also sehr guten bzw. besten Freunde empfohlen. Some even go overboard that have even testified about how good those doctors are. Ja, also manche übertreiben sogar und sagen, du, bei mir hat dieser Arzt wirklich funktioniert und der ist spitze. Only for you to try them and they have not helped you. Und wenn du dann nun dran bist, dann funktioniert es nicht. So it shifts from the real pain in the body. Dann geht's denn nun, dann schreitet die ganze Situation weiter von dem Schmerzen im Körper. And now it advances to emotional pain in your life. Nun, dann geht's in die seelische Schmerzen in dem Leben. Because it began as, let's imagine, it was a pain in the leg. Als Beispiel, wir stellen uns so vor, es ist Schmerzen am Bein. But the more it stays, the more it's going to encroach on your emotions now. Ja, umso länger dieser Schmerz bleibt, desto mehr greift dieser Schmerz die Seele ein.
And that's what pushes us into a state of being distressed and stressed about our situations. Und dann schreiten wir über in den Stress hinein, nämlich wir sind so gestresst über die schmerzhafte Situation. Especially if you have been healed for some good years. Als Beispiel, wenn jemand schon seit Jahren diesen Schmerzen getragen hat. You begin to look at the money you have really put in to try to see yourself out. Ja, und dann fängt man an zu rechnen, wie viel Geld man schon hierin investiert hat, damit man schmerzfrei und gesund ist. But it seems like the more you pay, the more you get more pain. Ja, das erscheint einem, umso mehr man zahlt, desto schmerzvoller wird die Situation. So that is what will normally push many people to resort to church for a solution. Also das ist das, was viele Menschen nämlich dazu treiben, in die Kirche zu gehen, nach einer Lösung zu suchen. We don't come to church because we really like to be in church. Denn der Mensch kommt nicht zur Gemeinde oder zur Kirche, weil er so gerne in die Kirche geht. But we have tried every psychologist and has failed. So let's try church now. Ja, also man hat jeden Psychologen oder auch jeden Spezialisten probiert, ja, es nicht funktioniert, dann probieren wir mal Gemeinde aus. Now, what is the position of our heart? The position of our heart, let's try it out. Ja, also die Einstellung des Herzens ist, versuchen wir es mal. Es ist ja Gemeinde, also versuchen wir. Man kann ja sowieso nicht verlieren. We are not really convinced yet that let's go for the solution. Yeah, let's try it out if it works. Ja, die Herzenseinstellung ist nicht, naja, die Lösung finde ich da in der Gemeinde. Nein, nein, nein. Die Herzenseinstellung ist, naja, wir probieren mal, so wie beim Casino, wir probieren mal, ob wir einen Sechser werfen können in der Gemeinde. So, we can sit in church for 1 year, 3 years, even 10 years plus. Ja, und deshalb sitzt man auch in der Gemeinde ein Jahr, nein, Gemeinde ist ja geduldig, man sitzt ja ein Jahr, zwei, und teilweise bis 10 Jahre in der Gemeinde. The truth is preached to us, but doesn't seem to be effective in our lives. Ja, die Wahrheit hören wir aus dem Kanzel, doch die Wahrheit findet keine Wirkung bei uns. Because our minds are closed away from the truth and they are open to the moment when somebody can say, healing is going to happen now. Ja, denn warum ist es so? Unser Gesinnung ist für die Wahrheit geschlossen, bedeckt, verschleiert. Doch die Gesinnung ist nur dafür offen, nämlich wenn irgendjemand sagt so, Heilung geschieht jetzt. That's why when he asks how many of you are wanting to be healed right now, all the hands will go up. Ja, und das ist der Grund, warum, besonders wenn ein besonderer Prediger reinkommt und sagt, wie viele möchte geheilt werden? Ja, da steht man einfach, da tobt die Gemeinde. If the same preacher asks how many of you want to know Christ more, the hands might go down. That's not what we came for tonight anyway. Und wenn derselbe Prediger nun fragt, na wie viele möchten nun Christus mehr kennen? Also da werden dann, also der Saal wirklich ruhig. Ja? Jeder sitzt und sagt, naja, eigentlich wollen wir Heilung haben. So some, when they don't experience their healing in the church, they choose to desert church and find another place. Und wenn manche in der Gemeinde ihre Heilung nicht erfahren, was tun sie? Sie verabschieden sich von der Gemeinde und suchen sich eine andere Quelle. And the story continues and continues and continues. Und so geht die Geschichte weiter und fort. So what is my point in that illustration? Was möchte ich hervorheben in dieser Darstellung? That our original intent is everything. Ja, nämlich unsere Absicht, unsere Urabsicht ist alles. The original intentions as to why you got involved in something is very key. Ja, der Beweggrund, warum wir uns mit etwas beschäftigen, ist wirklich der Schlüssel hierbei. The reason as to why you chose to be part of a group is key. Ja, also der Beweggrund, warum du dich entscheidest, einer Gruppe beizutreten, ist wirklich entscheidend. You know, God is love and he loves all of us well. Wisst ihr, Gott ist Liebe und Gott liebt uns durch und durch. But from my illustration you should be able to see something very simple. Denn aus meiner Darstellung hoffe ich, dass du etwas sehen kannst, was ganz einfach ist.
Let me first use another illustration so that I can bring it out for you for the healing purposes. Also, ich rede über eine andere Darstellung, damit ich die Punkte hervorheben kann, und zwar der Heilung wegen. You know, I come from Africa, where so many things happen for people to be what they want to be. Dann Pastor Gerald kommt aus Afrika, und viele Sachen geschehen für Menschen, die eigentlich, also die sie hoffen, dass das für sie geschieht. But let's imagine a gentleman called Zebedai or Zebid. Ah, wir stellen uns einen jungen Mann vor namens Zeb. He began his life when his original desire was to buy a car. Ja, er hat sein Leben angefangen und sein Ursprungsverlangen ist, ein Auto zu kaufen. He wants to buy a car. Er möchte ein Auto kaufen. He's not a Christian, he's not a believer, he's not anything, but he wants a car. Ja, er ist kein Glaubender, der ist kein Christ. Also, der möchte einfach nur ein Auto kaufen. So, as he begins out to desire to have one, als er schon erstmal anfängt, nämlich sich nach einem Auto zu sehnen, he'll be encouraged by friends on how he can get a car. Ja, dann wird er von Freunden ermutigt, also auf verschiedenste Art und Weise, wie er ein Auto erwerben kann. And information begins to come in the mind. Ja, also kommen die Informationen in die Gesinnung hinein. You can work, attain, and then you can buy what you want. Ja, du kannst zum Beispiel arbeiten gehen, sparen und auch ein Auto kaufen. He goes for a job and he begins to work, but money doesn't seem to be. Ja, also er geht zum Beispiel arbeiten, doch das, was am Ende des Monats übrig bleibt, reicht nicht, um ein Auto zu kaufen. So the first method seems not to be working. Also die erste Methode funktioniert nicht. Then he begins to try to look for a booster for his income. Und so fängt er an, sozusagen Nebeneinkommen dazu zu verdienen. And many of them end up being referred to witchcraft. Und in solchen Fällen ist es so, dass manche suchen sich ja zum Beispiel die Hexerei aus für ein Nebeneinkommen. If you practice this and this, then you'll have more money, then more things will come in. Ja, wenn du folgende Praktiken ausübst, dann kommst du zu Geld und dann kannst du auch alles leisten. So they will cease from just mere working now to practicing some juju. Ja, also man hört erstmal auf zu arbeiten, beziehungsweise man legt das Arbeiten nebenbei und dann fängt man an, bestimmten, sage ich mal so, fetischen Praktiken auszuüben. But the goal is still the same. They want a car. Doch das Ziel ist immer noch dasselbe. Sie möchten ein Auto kaufen. So when the witchcraft doesn't seem to work, wenn die Hexerei nicht funktioniert, in the midst of depression, somebody comes around, Jesus can give you a car. Ja, also inmitten seiner Depression, ja, kommt jemand herum und sagt selbst, Mensch, Jesus kann dir ein Auto schenken. That's what I've been looking out for. So das sagt er, das ist wunderbar, genau das wollte ich doch die ganze Zeit. So they get into church. Also kommt man in die Gemeinde hinein. The original desire is still the issue. Ja, doch selbst wenn man in die Gemeinde hineinkommt, ja, das Ursprungsverlangen ist immer noch der Punkt. Now when they get in the church, let's imagine they have begun out in a wrong church which doesn't teach the truth. Also wir nehmen an, sie kommen in eine Gemeinde rein, wo sie die Wahrheit nicht hören. They'll be indulged in a lot of practice. Also sie werden sich erstmal mit vielen Praktiken in der Gemeinde engagieren. They'll tell them, for you to get a car, you need to pay this seed, you need to fast, you need to do this, you need to go here, you need to go to the mountain, go to the valley, go in the bush, come out in the swamp, then be seen in the ocean, then the car will come quickly. Ja, und dann geht's dann los, wenn du das Auto haben willst, also erstmal fasten, ja, und dann kommt das Beten, und zwar nicht nur das bloße Beten, du musst auf den Berg beten, du musst im Tal gehen, du musst in die Wüste gehen, du musst auch in bestimmten Naturgegenden gehen, du musst vieles, also du musst auch Saat aussehen, also sprich dein verdientes Geld, musst du auch noch hinblättern, also du musst vieles praktizieren. So, when the car doesn't seem to be coming, because all the practices are too many. Wenn das Auto doch nicht kommt, weil die Praktiken einfach mehr sind als das Auto. They feel a little bit disappointed, but they still want the car. Ja, man ist zwar enttäuscht in der Kirche, aber das Auto ist immer noch das Ziel. So they will try to continue doing it, also, when they cannot do it anymore. Sie versuchen das weiterhin zu praktizieren, bis man irgendwann mal die Schnauze voll hat. Now in the midst of that distress, inmitten dieses ganzen Stress, another preacher comes up. Kommt ein anderer Prediger.
hervor. Jesus did it all for you to have a car. Jesus tat alles, damit du ein Auto bekommst. It is finished. Es ist vollendet. Over 2000 years ago, he finished it for you to have a car. Muss man sich auch mal vorstellen, vor 2000 Jahren hat Jesus den Vertrag abgeschlossen, damit du ein Auto hast. Come on someone, now I can have a car. Also, das sagt selber, Mann, also das Auto ist nun mal sicher. Without doing anything. Und zwar ohne nichts. He already did it. Denn warum? Jesus hat ja sowieso das schon getan. And now they run from the other place and then join this place. Also, was tut man? Man verlässt die eine Kirche und rennt zum nächsten. Because here I can get a car without going to the ocean. Denn hier in dieser neuen Kirche, da kann ich Auto bekommen, ohne über Berg, Tal, Ozean und überall hinzugehen. Now, what am I trying to show you? Also, was versuche ich hier euch zu zeigen? The original intent of a person has never changed, but the methods are changing. Ja, also die Ursprungsidee, also die Ursprungsabsicht dieses Menschen hat sich noch nicht geändert, aber verschiedene Methoden schon. Your heart is not open to God, your heart is open to the car. Ja, das Herz ist für Gott nicht offen, sondern nur für das Auto. And that is not transformation, that's not change. Und das ist nicht Verwandlung, das ist nicht Veränderung. That's why when you stay here for some time. Und deshalb, wenn du hier bleibst für eine gewisse Zeit. But they said God did it for us. How come we are not getting our cars? Ja. Da kommt dann die Frage, man sagte doch, dass Gott hat es für uns getan. Wie kommt es, dass ein bloßes Auto für ihn so schwierig ist? God, this is here, our cars, please. Ja, das, genau, dann fängt man an zu sagen, Gott, also komm, ja, du hast das Meer geteilt, ja, Jesus ist auferstanden, also ein bloßes Auto musst du wohl schaffen, oder? You can do everything, but for you, you know, your target is just your car. Ja, also, man kann sich in verschiedenen Gruppen und, ich sag mal so, Programme einschreiben, bloß das Ziel ist immer noch das Auto. That's why we can find depressed people in a Bible teaching church. Und deshalb können wir wirklich deprimierte Menschen vorfinden in einer bibellehrenden Kirche. Because we think our joy and satisfaction, contentment comes from materialism. Denn warum? Man geht davon aus, dass Freude, Sättigung, Erfüllung im Leben kommt aus den materialischen Sachen, die wir haben. It's a wrong ideology. Und das ist eine falsche, eine wirklich fehlerhafte Ideologie. Our true contentment is only found in Christ. Unsere wahrhaftige Sättigung findet man nur in Christus vor. That is the reason as to why it's very important. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig for every Christian to recognize that our identity is not anything materialistic. Our identity is Christ. Ja, dass jeder Christ, jede Christin anerkennt, dass unsere Identität ist nicht materielles, sondern unsere Identität ist nichts anderes als Christus. I want to challenge your mind a little bit. Ich möchte eure Gesinnung ein bisschen herausfordern. And then we shall put it right. Und dann werden wir das auch richtig stellen. We are here and we really want to be well. Wir sind hier und wir möchten wirklich gesund sein. But what if you are not? Doch was, wenn das nicht geschieht? Will God cease to be God? Wird Gott für dich aufhören, Gott zu sein? Your opinion about God doesn't define him. Also, deine Meinung über Gott definiert Gott überhaupt nicht. But rather his opinion about you defines you. Sondern umgekehrt, seine Meinung über dich definiert dich schon. That's why God's opinion about man is Christ. Und deshalb ist Gottes Meinung über die Menschheit Christus ist. And whatever he sees true in Christ is already seeing it true in you. Ja, und deshalb, was Gott in Christus für wahr hält, hält er für dich, also hält er in dir für wahr. If somebody is going to really experience the tangible physical healing in your body. Also wenn jemand also greifbar körperliche Heilung erleben möchte,
It has got to begin with what you have packed up in your mind and your heart. Diese greifbare Heilung fängt damit an, was man in seiner Gesinnung und in seinem Herzen aufgelagert hat. I would like to submit to you that you should be joyful with pain or without pain. Ich möchte euch unterstellen, dass mit Schmerzen oder ohne Schmerzen, dass man sich freut. There is nothing that is very disturbing for somebody to disguise what is being magnified by others. Es gibt nichts anderes, was empört, als das, was andere größer machen, dass man das versucht zu verbergen. When you begin to disguise your pain, it will cease to be. Also wenn du anfängst, nämlich deine Schmerzen zu bedecken, was geschieht mit deinem Schmerzen? Es verschwindet. Because all that it seeks from you is attention. Denn warum? Der Schmerz sucht nur Aufmerksamkeit. And once you ignore it, it will know it is useless. Und was geschieht, wenn du, also ich sag mal so, den Ruf des Schmerzens ignorierst? Was geschieht mit dem Schmerz? Dann kennt der Schmerz seinen Platz. And it won't be anything anymore to you. Und der Schmerz wird dir nichts mehr bedeuten. You know, we don't begin to rejoice because the pain is gone. Also wisst ihr, wir fangen nicht erst an, uns zu freuen, wenn wir keine Schmerzen mehr spüren. Even when the pain is there in the leg, you rejoice because you have the evidence, which is Christ. Denn selbst wenn das Bein noch schmerzt, was tut man? Man freut sich, denn warum? Der Beweis hat man schon, nämlich Christus. The proof of our healing is not the manifestation. The proof of our healing is Christ. Der Beweis unserer Heilung ist nicht, dass wir schmerzfrei sind. Nein, der Beweis unserer Heilung ist Christus. That's why when you look at Christ, what you see is important. Deshalb, wenn du Christus anschaust, was du in Christus erblickst, ist sehr wichtig. Because what you see in Christ is what you are going to experience. Denn das, was du in Christus siehst, genau das erlebst du auch körperlich. Can you imagine that it's very easy for us to have electricity in the house, but stay in darkness? Also, könnt ihr euch vorstellen, man kann in seiner Wohnung nämlich Strom haben und dennoch in der Finsternis, also in der Dunkelheit sitzen. Just imagine right now, if we just flipped all the switches off. Stellt euch mal vor, wir würden hier alle Lichtschalter einfach ausschalten. And darkness just surrounded the whole room. Und plötzlich ist es hier dunkel. It will not dictate that electricity is off. Ja, also man würde nicht erstmal vorstellen wollen, dass nämlich der Strom abgeschaltet wurde. Electricity will be on, but the lights are off. Ja, der Strom, also der Stromzufluss, ja, ist gewährleistet, doch die Schalter sind aus. If we are not experiencing our manifestational healing, does not mean Christ is out of us. Ja, also wenn wir körperlich Heilung noch nicht erfahren haben oder seelisch noch nicht erfahren haben, das heißt noch lange nicht, dass Christus nicht in uns ist. Christ is already residing inside of you. Christus wohnt schon in dir drin. Like electricity would be already flowing in the whole building. So wie der Stromfluss fürs ganze Gebäude schon erschlossen ist. But when you enter the auditorium, the first thing is to look for where is the switch. Genau, aber wenn man in den Saal hineingeht, das erste, was man sucht, ist nämlich das Lichtschalter. None of us enters the auditorium and then you begin to look for the electricity distribution company to try to help you get in some lights. Also, keiner läuft einfach in dem Gebäude rein und fängt an zu Vattenfall anzurufen, aber habt ihr den Strom abgeschaltet oder was ist denn hier los? Your mind is already aware that for electricity is not a problem. Ja, denn warum? In deiner Gesinnung ist es schon klar, dass der Stromfluss nicht das Problem ist. All I need is to get to where the switch is. Alles, was ich brauche, ist nur den Lichtschalter zu finden. So our first stage for our healing is to acknowledge that the healing who is Christ is in you.
Also unser erster Zustand der Heilung ist anzuerkennen, dass der Heiler in uns schon ist. Once you acknowledge that he's already present, you are not going to ask him to come, but he's there already. Ja? Also der erste Schritt ist anzuerkennen, der Heiler ist schon anwesend. Wir werden nicht erstmal bitten, oh Jesus, komm erstmal hinein. Nein, nein, der ist schon da. Your mere acknowledgement that he's there is the power that will carry you to the switch. Ja, denn nicht deine Anerkennung der Anwesenheit Christi in dir ist der Stromfluss zum Schalter. The moment you know that electricity is in the building. Also in dem Augenblick, wo du anerkennst, dass es gibt den Stromfluss im Gebäude. You'll have all the strength to walk through, even when you cannot see anything. You move with your hands, try to check for where the switch is. Also selbst wenn man, sage ich mal, es ist so stockfinster, man müht sich nämlich den Strom, also den Lichtschalter zu finden, denn man weiß schon, Stromfluss ist ja da. What gives you the strength to begin to look for the switch in darkness is because you are conscious that for electricity is flowing. Ja, was dir die Kraft verleiht, nämlich in einem dunklen, in einem, ich sag mal so, düsteren Gebäude den Lichtschalter zu suchen, ist einfach dieses Bewusstsein. Du machst es dir bewusst, Strom gibt es hier drin. What is my point? Was ist mein Punkt in all dem? There is no single day in our lifetime. Es gibt keinen einzigen Tag in unserer Lebenszeit. When electricity is unwilling to give us light. Also, wo sich der Strom stellt und sagt, nee, also heute nicht, ich gehe nicht an. Egal, ob du Schalter anmachst oder nicht, ich weigere mich. It's not there. Also, es passiert nicht. What does that mean? Was heißt das? There is no single day in our lifetime. Es gibt keinen einzigen Tag zu unserer Lebzeit, when Christ in us is unwilling to heal us. Wo Christus in uns sich weigert zu sagen, nee, also bei dir nicht, keine Heilung für dich. It's always his desire, joy and satisfaction to see us well. Es war immer und es ist immer ihm die Sättigung, seine Freude, uns wohlauf zu sehen. I remember when I was just growing up in Christianity, they used to tell us that God, every time we ask for anything, he has about 4 answers. Als ich in dem Christentum heranwuchs, man hat mir damals gesagt, naja, wenn wir Gott um etwas bitten, also Gott hat 4 mögliche Antworten für uns. Sometimes he says no. Manchmal sagt er nein. The other time you ask, he says, maybe next time. Ja, das nächste Mal, wenn wir bitten, manchmal sagt er, naja, vielleicht das nächste Mal. Ja, bist nicht bereit für. Then sometimes he answers, wait on a bit. Ja, denn manchmal antwortet er, naja, warte noch ein bisschen. And sometimes he says, yes, but not very much, but yes. Ja, und manchmal zögert er noch und sagt, ja, nicht ganz, aber ja. But I want to give this to our attention. Doch Folgendes möchte ich uns übermitteln. Everything God has about us is yes and amen in Christ. Also alles, was Gott für uns bereit hat, ist nur ja und nur amen in Christus. God doesn't operate with you with yes and no. It is always a yes in Christ. Also Gott spielt mit dir kein russisches Roulette, ja? Es ist immer ein ja und es ist immer ein amen bei Gott. Before you announced your yes, Christ announced a yes as you and on your behalf. Amen. Also bevor du persönlich zu Christus ja gesagt hast, da hat Christus an deiner Stelle vor dem Vater ja und amen gesagt. So when you are struggling with pain in your body. Also wenn du kämpfst und ringst mit Schmerzen an deinem Leib. The first thing to acknowledge is God in you is willing that your body should be well. Die erste Sache, die du für dich anerkennen musst, ist, dass Gott in dir, er ist willig und bereit, dass dein Körper gesund und ganz ist. Unlike the doctors. Also im Gegenteil zu den Ärzten. God is all powerful. Gott ist allmächtig. And cannot be exhausted with ideas of making you well.
Und Gott ist nicht jemand, der sagt, oh, also meine Ideenbank ist leer, die muss ich erstmal auffüllen, bevor du gesund bist. Das macht er nicht. For the doctors would say, let's try this medicine. Ja, also für einen Arzt würde sagen, na ja gut, ist gerade das Medizin, also das Medikament ist gerade erschaffen, also müssen wir erstmal ausprobieren. If it doesn't work, we shall try another one. Ja, also wenn das nicht funktioniert, also solange du natürlich lebst, also wenn es nicht funktioniert, wir werden was anderes probieren. But maybe let's try another one. So, wir probieren mal was anderes. They are not even sure. That's why in the morning they ask you, how do you feel now? They are not sure of what they did. Ja, das ist der Grund, also ein Arztgeheimnis jetzt, ja? Also das ist einer der Gründe, warum sie fragen, wie fühlen sie sich jetzt? Denn warum? Das, was man vorher genommen hat, sie sind noch nicht mal sicher, dass es funktioniert. But God is sure of what he does. So when he has done it, he knows you are well now. Amen. Doch Gott in seinem Zug, er ist sicher über das, was er getan hat. Und deshalb ist deine Genesung, deine Gesundheit sicher. That's why our trust should not be in those who are not sure. Our trust should be in the one who is sure. Und deshalb soll unser Vertrauen nicht bei denjenigen sein, die unsicher sind, sondern unser Vertrauen soll bei demjenigen sein, der sicher ist. And that is the reason as to why when God runs his diagnosis and says, you are well in Christ, you take him by his word. Und deshalb, wenn Gott seine Diagnose gibt, seinen Bericht und sagt, in Christus bist du gesund, nimm Gott nach seinem Wort. But our natural doctors will even run 10 times the same diagnosis and they'll be getting different results but with the same machine. Ja, also sogar bei den natürlichen Ärzten, man macht dieselben Untersuchungen mit denselben Gerätschaften, aber haben verschiedene Ergebnisse. So that is the reason as to why our real trust should be in the one who is reliable and trustworthy. Und deshalb unser Vertrauen soll dem gelten, der wirklich vertrauenswürdig ist und verlässlich ist. Once you know and know and know and know that whether I am healed or not, for Christ is in me. Sobald du für dich erkennst und du erkennst, dass du erkennst, dass du erkennst, dass ob du geheilt bist oder nicht, Christus wohnt in mir, fertig, aus. That is the starting point of everything. Genau das ist der Anfang von allem. And I want you to be careful with my stages because the next stage is very simple as well. Denn ich möchte, dass ihr vorsichtig seid mit meinen Schritten. Denn warum? Der nächste Schritt ist genauso einfach. After we have acknowledged his presence in you, nachdem du seine Gegenwart in dir anerkannt hast, the second thing you should acknowledge that he loves you. Ja, die zweite Sache, die du anerkennen solltest, ist, dass er, der in dir dauerhaft wohnt, liebt dich. Even scientists say, sogar die Wissenschaftler berichten, that people with those ones around them that love them heal faster than those ones who have no one who loves. Nämlich, dass Menschen, ja, die liebende Menschen, also ja genau, liebende Menschen um sich herum haben, sie genesen schneller als Menschen, die niemanden um sich herum haben. Even if you wanted to be really very sick. Selbst wenn du dich beabsichtigt hast, sehr krank zu sein. But you got somebody who's too caring and too loving, you get quickly healed. Ja, du hast jemanden, der so fürsorglich und so liebend ist. Was geschieht mit dir? Also mit den Krankheiten wird es schneller heilen. Because just imagine you have all this pain wherever it is and you have this one single person who is always there for you, is shifting you to the hospital, is bringing you back, is preparing a meal for you, is asking this, is bringing every way to see that you get well very fast. Selbst wenn man voller Schmerzen ist, egal wo, ja, aber wir haben diese eine Person, der immer fürsorglich führt, fährt einem zum Krankenhaus, wieder zurück, die Mahlzeiten stehen bereit, man wird rundum versorgt. Just your conscience that you are loved. Einfach dieses Bewusstsein, dass man geliebt wird, will heal you emotionally fast. Wird dich zuerst emotional, seelisch heilen. And eventually,
practically even your body will experience healing. Und dann letztendlich erlebt dein Körper Heilung. Now, if that is possible with the natural, also wenn das mit natürlichen möglich ist, how much more with our God the Father? Also wie viel mehr mit unserem Gott, you Vater? Should be well affirmed. Also du sollst wirklich gewurzelt, aber auch beständig sein. That if there is anyone in this world that loves you, God does. Nämlich, dass wenn es überhaupt jemanden gibt auf dieser Welt, der dich liebt, das ist Gott. The difference with God, he doesn't have a source of love. Der Unterschied bei Gott ist folgende. Gott hat keine Quelle der Liebe. That maybe by the time you walked into his office, he had not yet gone to his source to pick it. Ja, also zum Beispiel, wenn du bei Gott erscheinst, zum Beispiel bei ihm im Büro, er muss jetzt mal gucken, Moment mal, muss mal gucken, wo meine Quelle ist, ja, dass ich dir mit Liebe versorgen kann. He doesn't need to be taken to a school to learn how to love. Also Gott braucht nicht die Schulbildung der Liebe, bevor er dich lieben kann. Love finds its definition in God. Denn die Liebe wird definiert, und zwar durch Gott. So when you are sure that God loves you, also wenn du dir gewiss bist, dass Gott dich lieb hat, healing manifestation will be quicker. Also die heilende Kraft Gottes spürst du eher. Because love comes with care. Denn warum? Die Liebe kommt mit Fürsorge. I want you to imagine this from a natural world. Also ich möchte, dass du dir das einfach aus einer natürlichen Welt vorstellst. How would you feel when your beloved one is being eaten up by cancer? Also wie würdest du dich fühlen, wenn ein liebender Mensch für dich ein liebender Mensch durch Krebs verzehrt wird? Just imagine. Stell dir das einfach vor. Ja? Is eaten up by HIV. Ja, oder dieser Mensch wird durch HIV verzehrt. Has got this irritating pain in the shoulder for many years. Ja, dieser Mensch hat so einen Schmerzen an der Schulter, und zwar seit Jahren. And you really love that person. Und du liebst diese Person durch und durch. This is the true practical experience that you'll be in. Also das ist die wirkliche praktische Erfahrung, die du machen wirst. His pain will be born in you. Nämlich der Schmerz von diesem liebenden Menschen wirst du tragen können. Because you love them. Weil du diesen Menschen liebst. The pain they got in their bodies, you'll be feeling it within you. Ja, also der Schmerz, den sie körperlich tragen, spürst du in dir drin. You'll be equally bothered like they are. Du wirst genauso gestört sein wie sie. And whatever is in your means to help them out, you'll do it. Und was auch immer in deiner Kraft ist, um dieser Person zu helfen, das wirst du tun, und zwar eilends. But in your natural, you had limits. Doch natürlich gesprochen ist man begrenzt. As much as you love them, you have done everything, but you cannot go beyond what your natural can do. Doch im Natürlichen hast du alles getan, nämlich um ihnen zu helfen. Doch du kannst nicht über das Natürliche hinausgehen. That's why when you come to the climax of all that you could do within your natural means. Und deshalb, wenn du wirklich zum allerletzten hinkommst, und zwar was du im Natürlichen tun kannst. And there is no result, you'll break down emotionally and begin to cry. Ja, es gibt keine Resultate, keine positiven Resultate, was tust du? Dann brichst du zusammen und brichst einfach in Tränen aus. Why do you cry? It's an expression that you really love this person and you don't want them to be in the pain in which they are. Warum bricht man in Tränen aus? Ganz einfach. Man liebt diese Person und möchte nicht, dass diese Person durch die Schmerzen zugrunde geht. I got some good news for you. Doch ich habe eine gute Nachricht für When God is in the same state, he doesn't break down into crying. Ja, also wenn Gott in diesem Zustand, nämlich des liebenden Menschen, des fürsorglichen Menschen ist, was tut er? Er bricht nicht ein und er bricht auch nicht in Tränen aus. That's why every miracle that you experience written down for us in the Bible, it came as a result of his compassion for those who are suffering. Und deshalb jedes Wunder,
Jede Heilung, die wir aus der Bibel lesen, ja, kommt nämlich aus seinem Mitfühlsamkeit, aus seiner Liebe für diese Person, nämlich dass diese Person gesund sind. He loves us so much that merely seeing us into pain will actually make him act immediately. Ja, er liebt uns so sehr, dass alleine das bloße Sehen, dass wir in Schmerzen sind, was tut er? Er greift sofort ein, damit die Schmerzen verschwinden. But some people have been in their pain for so long that they don't even want anyone to care about them. Doch manche Menschen sind so lange im Schmerzen, dass sie sich weigern, dass sich jemand um sie kümmert. And that includes even God himself. They don't want to know about what he can do and what he can't do. Sogar sie gehen so weit, dass sie Gott ausschließen und wollen nicht wissen, was Gott tun kann oder nicht tun kann. But the truth of the matter is, die Wahrheit über der Sache ist folgende. God is not like a natural man who is limited with solutions. Gott ist nicht wie der natürliche Mensch, der mit seinem Latein irgendwann mal am Ende ist. He is never limited with what he can manifest in our lives. Gott ist niemals begrenzt. Er ist niemals eingeschränkt mit dem, was er in unserem Leben manifestieren kann. To the extent that he can even raise the dead back to life. Sogar so weit, dass er den Toten auferwecken kann zum Leben. And if he can do that, he can revive our bodies and they begin to function normal again. Also wenn er das tun kann, er kann unser Leib, unser Körper so erquicken, dass sie ganz normal funktionieren. Because he really wants us well. Denn er möchte, dass wir gesund sind. That's the reason as to why I contend with any teaching that says God places diseases on us to teach us a lesson. Und deshalb also stelle ich mich gegen solche Lehren, die meinen, dass Gott also legt Krankheiten auf uns, um uns etwas beizubringen. That contends with his true nature. Also, solche Lehren sind entgegen Gottes Natur. Because 1 John chapter 4 verse 8 says God is love. Denn 1. Johannes Kapitel 4 Vers 8 berichtet uns, dass Gott Liebe ist. And if God is love, there is nothing he does outside his nature. Und wenn Gott Liebe ist, dann heißt es, dass Gott nichts anderes tut außerhalb seiner Natur. And just imagine if you really loved somebody. Und stell dir vor, du würdest jemanden sehr lieben. How many of us would really love somebody to the best of our hearts? Also, wie viele von uns können wirklich jemanden und zwar aus der Tiefe unseres Herzens lieben? But at the same time, we want to afflict them so that they can understand something. Und gleichzeitig, wir möchten ihnen Schmerzen zufügen, damit sie eine Lektion aus dem Schmerzen lernen. That cannot be love, that is hypocrisy. Also das kann nicht die Liebe sein. Also ich sage es am besten, das ist die beste Heuchelei überhaupt. True love doesn't do that. Denn wirkliche und wahre Liebe tut sowas nicht. It does not seek to afflict pain on another. Denn wahre Liebe sucht nicht anderen Schmerzen hinzuzufügen. It seeks the best for everyone. Denn warum? Wahre Liebe sucht nämlich das Beste für jeden. That's why when we know and know that God is love and he loves us. Und deshalb, wenn wir uns gewiss machen, dass Gott ist Liebe und dass er liebt uns. Our minds are prepared to experience the manifestation of what he says about us. So sind unser Gewissen bzw. unsere Gesinnung bereit, nämlich die Manifestation der, sag mal so, der Heilung aus der Liebe zu empfangen. That's why every time when they talk about God, so many people are just afraid. Und das ist der Grund, warum viele Male, wenn über Gott gesprochen wird, manche Leute haben Angst. If you enter the church and told them God is coming now, you'll see people running out. Ja, wenn man in die Gemeinde gehen würde und den Menschen sagen, Gott kommt jetzt,
Was tun die Menschen? Also nicht bei mir, ich gehe raus. Let me first go and prepare myself and come and meet him when ja? Okay. Also ich gehe erstmal raus, bereite mich vor und dann kann ich ihm begegnen. Vorher nicht. Let me first clean myself from all my wrong things so that he can find me fine. Ja, also all die falschen Dinge, die ich gemacht habe, ich muss mich erstmal säubern davon und dann, wenn er kommt, dann bin ich für ihn bereit. Then if you had to clean yourself, what would be the instance of him being your savior? Ja, also wenn du dich selbst reinigen kannst, wozu brauchst du einen Retter? That's what many people are indulged into. Aber genau das ist die Praxis von vielen Menschen. But the truth of the matter is, doch die Wahrheit in der Sache ist folgende. That even if we looked into the natural world, selbst wenn wir in der natürlichen Welt hinschauen würden, where I come from, they always invest a lot of money in advertising that people should not get into the sexual immorality because it will end up getting them into dangerous diseases like HIV. Ja, also da wo ich herkomme, man gibt und zwar viel Geld aus für die Werbung und zwar darüber, dass Menschen sich nicht in Geschlechtsverkehr engagieren tun. Denn warum? Was, sie könnten ja irgendwelche Geschlechtskrankheiten tragen, wie zum Beispiel HIV. But even after they have contracted the disease. Und sogar nachdem Menschen diese Krankheit bekommen haben. I have not met any doctor who says, didn't you see the advert? Ich habe bisherhin noch keinen Arzt getroffen, der sagt, guck mal, Werbung hast du nicht geguckt, deswegen hast du das Problem. Habe ich noch nie gesehen. We are busy advertising and you are busy doing the same thing. Ja, get out of my office. Wir geben Geld aus für Werbung, damit du endlich mal lernst. Hast du immer noch nicht gelernt? Raus hier, raus jetzt. Selbstschuld. I've not met any doctor who does that. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der sowas tut. When you have contracted this next thing they'll do, you know, you'll be well. There is nothing to fear about. There is something to help you out. Ja, also wenn man also sich mit solchen Krankheiten infiziert hat, was tut der Arzt? Der Arzt sagt, dir geht's gut, es gibt eine Lösung, irgendwas werden wir schon finden, dir geht's gut. If a natural man can still exercise love when you have come against what he has told you, how much more the creator of the universe? Oh, Father. Wenn ein natürlicher Mensch wirklich einen anderen Menschen mit Liebe begegnen kann, sogar nachdem dieser eine Mensch wirklich, ich sag mal so, alle Regeln des Spiels gebrochen hat, wie viel mehr Gott, der Liebe ist. The reason for that is many of us, when we have any disease or sickness in our bodies, we intend to condemn ourselves because of the way we contracted it. Ja, also der Grund für diese Darstellung ist folgende. Viele von uns, wenn irgendwelche Krankheiten oder Gebrechen im Körper sind, was tun wir? Wir verdammen uns. Wir geben uns selber die Schuld, und zwar so sehr, aufgrund der Art und Weise, wie man sich infiziert, beziehungsweise wie dieses Gebrechen zu uns gekommen ist. And we feel like we are not worthy to be healed of Jesus because of the way we got this problem in our bodies. Und so fühlt man sich, naja, also ich bin es nicht würdig, dass ich geheilt bin, denn aufgrund dessen, wie das Gebrechen überhaupt in meinem Körper gekommen ist. Christ is a savior. Christus ist der Retter. Imagine if we had a swimming pool around here. Stell dir vor, wir würden hier so ein Schwimmbad haben. And there is a wonderful signpost. Never swim unless there is a lifesaver present. Ja, und da steht so ein Zeichen, bitte nicht schwimmen gehen, es sei denn, es gibt einen Bademeister oder jemand, der aufpasst. And then somebody ran from nowhere, no life swimmer who is present, and then dives into the swimming pool. Ja, und dann jemand hat dieses Schild nicht beachtet und springt einfach in Schwimmbecken rein. Imagine the man is drinking the water, is going back down, then he's coming up, opening the eyes, then he goes back down, and it's like we only need someone to save his life now. Ja, und der ist kein guter Schwimmer, die Person. Also die Person ist kein guter Schwimmer, die in den Becken eingetaucht ist. Und man sieht, wie die Person Wasser trinkt. Er kommt raus, ist immer noch am Trinken. Also man sieht, die Person, also ist am Ableben. Which lifesaver will stand on the swimming pool and say, hey, you have to learn a lesson now? So
So, da stellt sich die Frage, welcher Bademeister oder Bademeister würde sagen, ah, guck mal, wir haben, das Schild hast du doch gesehen. Da, jetzt kannst du sehen, was du davon hast. Wer würde sowas tun? I'm telling you, even the law is very funny. If that man dies, the life saver is in danger. Ja, so, und jetzt kommt sogar das Gesetz, ist so gelegt, dass wenn solche Personen ertrinken, dann ist der verantwortliche Bademeister oder Bademeisterin wirklich in wirklich ein Problem. So when man is dying, also wenn der Mensch am Sterben ist, every law is suspended to save a life. Ja, jedes Gesetz wird erstmal auf, ich sag mal so, in die Luft gestellt, um dieses Leben zu retten. What we need at that moment are not the signposts. Also was man braucht, wenn jemand am Ertrinken ist, ist nicht das Schild. What we need at that time are not the regulations of the swimming pool. Ja, also zu diesem Zeitpunkt braucht man nicht, und zwar die Richtlinien oder die Regeln des Schwimmbades. What is needed at that moment? First bring out the one who is dying, then we shall look into the regulations later. Ja, also das Erste ist dem Ertrinkenden retten, und dann später, nachdem das Wasser aus seinem Bauch rausgekommen ist, kann man sich die Richtlinien anschauen. That is exactly what God does with us. Aber genau das tut Gott mit uns. As I say, you did not pray enough. No. Also Gott schaut nicht, ob du genug gebetet hast oder nicht. Nein. You did not give enough, no. Ja, ob du genug gegeben hast oder nicht. Er schaut nicht danach. The man in the swimming pool, it's a death and life matter. Ja, bei jemandem, der im Schwimmbecken ertrinkt, da geht's um Leben und Tod. And all that we need is someone who can save the life. Und alles, was man braucht zu diesem Augenblick, ist jemanden, der Leben retten kann. And even the one who is sinking in the swimming pool doesn't even have to call for help. It's the responsibility of the Savior to reach out to him. Amen. Sogar der Ertrinkende braucht nicht erst nach Hilfe schreien, bevor er Hilfe bekommt. Es obliegt der Verantwortung, nämlich des Retters, nämlich das Leben zu retten. What is my point? Was ist hier mein Punkt? God wants you healed more than you want yourself to be. Gott möchte, dass du geheilt bist, viel mehr als du selbst. And he will never condemn you for anything, but he will love on you for everything. Also Gott wird dich für nichts verdammen, doch der liebt dich für alles. Because he got a true definition of who you are, and that is Christ Jesus. Denn warum? Gott hat die wirkliche Definition von dem, der du bist, und das ist Christus Jesus. That's why Paul writes to us and says in Romans chapter 8 verse 35 to 39 that there is nothing that shall separate us with the love of God. Und deshalb hat Paulus geschrieben in Römerbrief 8 Vers 35 bis 39, nämlich es gibt nichts, was uns von der Liebe Gottes scheiden tut. Sogar der Tod scheidet uns nicht von der Liebe Gottes. Sickness cannot. Krankheit kann uns nicht von der Liebe There Gottes is scheiden. Nothing that can separate us with his love. Es gibt nichts, was uns von seiner Liebe scheiden kann. That's why God has demonstrated his love. Und deshalb hat Gott seine Liebe vorgezeigt. By giving up his only begotten son. Indem er seinen eingeborenen Sohn aufgegeben that we hat. We may live through him, not we may die. Damit wir durch den Sohn leben und nicht, dass wir durch den Sohn sterben. When I love you, wenn ich dich liebe, I set a day, dann suche ich mir einen Tag aus, when I express my love, wo ich meine Liebe dir gegenüber zum Ausdruck bringe. The day I demonstrate that I love you, an dem Tag, wo ich dir zeige, dass ich dich lieb habe, it is not the day I have begun to love you. Ist nicht der Tag, wo ich angefangen habe, dich zu lieben. I loved you before. Ich liebte dich vorher. But it is now that I express what I've always had in my heart for you. Doch es ist nun, wo ich das zum Ausdruck gebracht habe, was ich schon immer im Herzen für dich gehegt habe. That's why Ephesians 1:4-5 says. Und deswegen sagt Epheserbrief 1 Vers 4 und 5. God loved you and I before the foundation of the world. Nämlich bevor dem Niederwurf der Welt hat Gott dich und mich geliebt. But when space and time came into play. Doch als eine bestimmte Zeit reif war.
what he had in his heart from eternity, he chose to express it through Christ. Und zwar, was er in die Ewigkeit im Herzen gehegt hat, hat er sich entschieden, durch Christus zum Ausdruck zu bringen. That when we see Christ on the cross, we are not seeing God punishing his son. Also wenn wir Christus am Kreuz sehen, da sehen wir nicht Gott, der seinen Sohn bestraft. We are seeing the love of God demonstrated through Christ. Sondern wir sehen die Liebe Gottes, die durch Christus zum Ausdruck gebracht wird. He loves you so much that he can do anything for you. Er liebt dich so sehr, er kann alles für dich tun. And when your conscience comes to a realization that you are deeply loved by him. Und wenn du dir das bewusst machst, dass du von ihm zutiefst geliebt bist, then you will know that indeed the healing can manifest. Und dann wirst du auch sicher sein, dann wird dir gewiss, dass die Heilung bei dir erscheint. Because he's all powerful to manifest anything. Denn warum? Er ist allmächtig, nämlich alles innerhalb seiner Liebe zu manifestieren. There is no disease too big for God to heal. Es gibt keine Krankheit, kein Gebrechen, was zu tief oder zu groß ist für Gott zu heilen. There is no report too detailed to be reversed. Es gibt keinen Bericht, was so detailliert ist, dass Gott diesen Bericht nicht umkehren kann. Let me end off with this testimony just in 1-3 minutes. Also, mit einem Zeugnis möchte ich abschließen. One of my fingers on the left. Und zwar einer der Finger zu meiner linken Hand. For some years now it has grown to be taller than the rest. Ja, also seit einigen Jahren ist es ein bisschen etwas also gewachsen. But one day I was supervising a group of people. Doch eines Tages habe ich eine Gruppe von Menschen einfach mal betreut. And as I just touched on a machine, ich habe eine gewisse Maschine berührt. Accidentally one of the boys placed the machine to place without an awareness that my finger was on the machine. Und einer der Jungs hat einfach mal auf den Knopf gedrückt und die Maschine ging los, ohne zu wissen, dass mein Finger da an der Maschine ist. And immediately the machine chopped off my finger. Und also zugleich hat diese Maschine meinen Finger wirklich abgetrennt. And chopped off from where the nail starts off from. Und das wurde und zwar abgetrennt dort, wo der Fingernagel anfängt zu wachsen. It was too painful. Das war sehr schmerzhaft. But I trusted God. Doch ich vertraute Gott. When I reached the hospital, als ich im Krankenhaus ankam, the first report from the senior specialist, they told me, a surgeon then. Also der erste Bericht, und zwar von dem Oberarzt, der auch Chirurg ist. She said, I'll never have a nail again in my finger. Also die Oberärztin sagte mir, nie wieder wird mein Fingernagel nachwachsen. I couldn't feel the pain of the finger anymore, but I was feeling the pain of living without a finger in my finger. Also, sorry, without a nail in my finger. Der Schmerz, der körperliche Schmerz, sag mal so, war bedrängt. Und zwar durch den Schmerz, dass ich nie wieder Fingernagel an meinem Finger haben werde. It emotionally disturbed me. Das hat mich emotional gestört. And I remember one night. Und da konnte ich mich erinnern, einer Nacht. In too much pain. Mit sehr großen Schmerzen. I said, God, I don't know even what to tell you. Gott, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. But all that I know is you are a loving God. Doch alles, was ich erkenne, ist, dass du ein liebender Gott bist. And I only pray that you heal my finger and restore my nail. Ich bitte, dass du meine Finger heilst und meinen Fingernagel wiederherstellst. For over 6 months there was no sign that I'll ever have a nail again. Also 6 Monate sind vergangen und es gab kein Zeichen, dass ich wieder einen Fingernagel haben werde. But somehow my heart was already convinced that what I prayed will come to pass. Doch irgendwie ist mein Herz überzeugt, dass das, worüber ich gebetet habe, das ist schon geschehen.
After 8 months, the doctor still confirmed that Gerard, you will never have a nail, sorry for yourself. Ja, also nach 8 Monaten sagen die Ärzte, du, Gerard, es tut mir leid, also Fingernagel ist weg, du wirst sie nie wieder haben. But after 1 year, doch nach einem Jahr, a nail began to grow. Wächst mein Fingernagel wieder. And today I have a nail on my finger. Und heute habe ich einen Fingernagel. And the surgeon was confused. Und diese Chirurgin war ein bisschen durcheinander. She was like, this is unbelievable. Also das ist unmöglich, unglaublich. Beyond all reasonable doubt, there was no way your finger could recover its shape and its nail again. Also wirklich weit über alle Zweifel, es gibt keine Möglichkeit, auf keinen Fall soll dein Finger so wieder wachsen, aber dein Fingernägel wiederhergestellt sein. So what is impossible with man, it's possible with God. Und dementsprechend das, was unmöglich ist mit den Menschen, ist möglich mit Gott. Sometimes it is us who even speak to ourselves. Manchmal sind wir das, die zu uns selbst sprechen. That maybe I am too much in a bad situation that for me there is no hope for my healing. Zum Beispiel, naja, also ich bin so schlecht drauf, ich bin so schlecht dran, dass Hoffnung, dass ich geheilt werde, gibt es nicht mehr. Sometimes it's other people that will speak all these negative words in us, that there is no hope for our healing. Manchmal sind es andere, die uns zusprechen und sagen, für dich gibt es keine Hoffnung der Heilung. But there is nothing greater that God cannot do. Doch es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Because Jesus says in John chapter 10 that our Father is greater than all. Denn in Johannes Kapitel 10 sagt Jesus, dass unser Vater größer ist als alle. So I want us to have our minds focused on Christ. Nun, ich möchte, dass wir unsere Gesinnung auf Christus richten. See him present in you. Also sehe Christus, dass er in dir anwesend ist. See him willing to make you whole and complete. Sehe Christus, dass er willig ist und bereit, dich vollständig und vollkommen ganz zu machen. And see his love that cannot let you suffer. Und sehe Christus, sehe die Liebe in Christus, der nicht zulässt, nämlich dass du leidest. Because he has the power to change whatever is causing that suffering in your body. Warum ist es so? Er hat die Kraft, um genau das umzuwandeln, was das Leiden, was den Schmerz in deinem Körper verursacht. When you begin to visualize that, wenn du anfängst nun das zu visualisieren, and begin to see yourself someone who is healed, und sehe dich als jemand, der geheilt ist, even your body will take shape. Sogar dein Leib passt sich genau dieses Bild an. And all that was pain will cease to be pain anymore. Und all das, was in dir noch Schmerzen ist, hören auf Schmerzen zu sein. He does not only heal emotionally, but even physically. Er heilt nicht nur emotional, sondern er heilt auch körperlich. So all of us lift up our hands and begin to worship him. Lass uns bitte unsere Hand erheben und fang an, ihn anzubeten. Father, we thank you. Vater, hab Dank, that you are so loving to each one of us. Dass du sehr lieblich zu jedem von uns bist. We thank you that your healing power is within us. Danke, dass deine heilende Kraft in uns wirkt. To cleanse our bodies from every infirmity. Und du reinigst unser Körper von allem Gebrechen, von allem Schmerzen. We thank you that what you did on the cross, Jesus. Wir danken dir, dass das was du am Kreuz getan hast. It had an impact on our spirit, soul and body. Das hat einen Einfluss, das hat eine Auswirkung, nämlich auf unser Geist, Seele und Körper. And this evening, und heute Abend, we choose to let you be who you are. Wir entscheiden uns, dass du genau der bist in uns, wer du bist. As we behold you as the only life that we have. Denn wir halten dich nämlich für das einzige Leben, was wir haben. In you there is no sickness. Denn in dir gibt es keine Krankheit. In you there is no pain. In dir gibt es keine Schmerzen. In you there is no anxiety. In dir gibt es kein Bedenken. Peace is found in you. Friede
ist in dir zu finden. That's why we speak peace to all our body parts. Und deshalb right now. Sprechen wir Frieden zu jedem Glied unseres Körpers. We speak healing to every body part that was perturbed and disturbed. Wir sprechen Heilung zu jedem Körperteil, was durch Krankheit angegriffen wurde. Father, we thank you that every shoulder, every head, every knee, every tummy, and every part in the lives of these people here, it is receiving its healing now. Vater, wir danken dir, dass jedes Glied von jedem Körper, von jedem, der zuschaut und aber auch hier sitzt, empfängt Heilung hier und jetzt. The healing of complicated diseases, Lord, it's manifesting in our presence. Die Heilung von komplizierten Infektionen und Gebrechen finden jetzt Heilung unter uns, jetzt. We thank you that diseases cease to be significant in our bodies. Wir danken dir, dass Gebrechen hören auf, nämlich die Aufmerksamkeit von unserem Körper zu bekommen. In the name of Jesus. In den Namen Jesu. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. That your word is the medicine that makes our bodies well. Dass dein Wort das Medikament ist, was unserem Körper Gesundheit schenkt.